Ist es da möglicherweise auch das Ziel über des Kreml, auch Deutschland zu destabilisieren? Ach, der Verdacht nein, ist ach, ja da, nein, weil Deutschland im Augenblick so eine Art Stabilitätsanker ist. Ich glaube, das ist einfach so eine Revanchegeschichte, dass man sagt, die bedienen sich dieser Mittel, unsere Bevölkerung zu beeinflussen, unsere Politik zu beeinflussen mit ihren übermächtigen Sendern, die allerdings mit guten journalistischen Mitteln vorgeht, dann haben die gesagt, dann halten wir dagegen. Und wir wissen ja auch, dass bei uns mit Desinformation gearbeitet wird. Wenn ich nur an diesen verheerenden Irakkrieg denke, wie der inszeniert wurde, wie der legitimiert wurde. Der erste genauso mit einer gewaltigen Lüge wie der zweite mit einer gewaltigen Lüge. Waren die Medien dazu unkritisch aus heutiger Sicht? Das war schwer, dahinter zu kommen, aber immerhin, man hat sich bemüht, das dann aufzuklären. Es ist aufgedeckt worden, nur dann war es zu spät. Und heute besitzt man über das Internet alle Möglichkeiten, Meldungen zu lancieren. Das Gegenteil, das richtige Gegenteil nachgewiesen wurde, hat sich dort schon etwas vollzogen, was dann nicht mehr zu reparieren ist. Also dieser Krieg dort, der Desinformation, der wird von beiden Seiten geführt. Allerdings, aber Sie glauben nicht, dass das Ziel ist, eine Schwächung speziell auch der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung? Nö, das würde ich jetzt nicht sagen, nur, ja, das weiß ich nicht. Ich sitze ja nicht in deren Hirnen. Aber ich würde mich auch immer dabei fragen, woher kommt das? Wie kann man das stoppen? Und da muss man dann auch an das Grundsätzliche herangehen. Haben wir da immer richtig gehandelt? Der für mich beste Kenner Russlands war der amerikanische Diplomat und Politiker George Kennan. Und das war wirklich kein Weichei, wie man so gerne sagt, sondern der hat in der Stalin-Zeit sehr scharfe Informationen an Washington weitergegeben, dass die Sowjetunion da mit Vorsicht zu behandeln ist. Also der hat kurz vor seinem Tod gesagt, und da lag damals Russland am Boden, das war in der Jelzin-Zeit, und da spielte Russland keine Rolle. Ich warne davor, hat Kennan gesagt, dass der Westen sich bis an die Grenze Russlands heranschiebt. Das wird verheerende Folgen haben, militaristisch und nationalistisch. Und dieser Mann hat Recht behalten. Und wenn wir uns fragen, warum auch im Inneren dort eine Verhärtung eintritt, dann ist es darauf zurückzuführen. Nun, ich würde ganz gerne noch mal bei der Presse bleiben, die dann instrumentalisiert werden soll durch gezielte Desinformation. Geht es auch darum, eben die Presse hier im Westen in ihrer Glaubwürdigkeit zu treffen, zu destabilisieren? Das hängt ja von uns ab. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich unsere Presse dort durch Desinformation auf die falsche Fährte locken wird. Das halte ich für ausgeschlossen. Wir haben sehr gut ausgebildete Journalisten, wenn ich alleine an die Sender der ARD und des ZDF denke, was wird dort alles getan, dass wir wirklich erstklassige Journalisten heranbilden. Also die würden das auch schon kapieren. Dass man natürlich Fehler macht, das ist auch klar. Aber unsere Presse ist da aus meiner Sicht sehr stabil. Trotzdem verliert die Presse ja insgesamt eher an Glaubwürdigkeit. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber doch nicht wegen der russischen Desinformation, sondern das liegt einfach daran, dass das Internet nun von jedermann in guter und schlechter Absicht genutzt werden kann, dass dort Meldungen in die Welt gesetzt werden. Da werden auch Diffamierungskampagnen leicht organisiert. Und da muss man sich natürlich aber auch stabil zeigen. Man weiß ja, dass Russland eben sehr gezielt auch die Flüchtlingspolitik und die Berichterstattung über die Flüchtlingspolitik und das Flüchtlingsphänomen in Westeuropa, nicht nur in Deutschland, thematisiert hat, auch mit Falschinformationen offensichtlich
gearbeitet hat. Ich denke an die Kölner Ereignisse. Ich weiß nicht, ob das nicht der Versuch? So genau verfolge ich das dann nun auch nicht. Aber selbst wenn das der Fall ist, dass da solche Informationen in die Welt gesetzt werden, es ist die Sache der Medien, damit umzugehen. Ich glaube, glauben Sie, ist nicht... Ja, was hat sich dadurch verändert? Was in Köln passiert ist, das hatte in der Tat verheerende Auswirkungen. Aber das ist ja nicht von Russland nun verursacht worden, sondern das ist durch Fehleinschätzungen auf unserer Seite passiert. Und der Umgang danach war auch nicht so wahnsinnig glücklich, auch von Seiten der Medien nicht. Aber jetzt muss man daran gehen, mit den Konsequenzen fertig zu werden. Aber generell habe ich deswegen nicht den Glauben an unsere Bevölkerung und an unsere Medien deswegen verloren. Hat der ehemalige Innenminister Herr Friedrich ja von einem Schweigekartell gesprochen im Zusammenhang mit der Ausländerfrage, mit der Flüchtlingsfrage. Er hat davon gesprochen, dass die veröffentlichte Meinung eine andere ist als die öffentliche, dass aber von der veröffentlichten Meinung unterdrückt wird. Das ist ja auch ein Versuch, an der Glaubwürdigkeit der Medien zu rütteln. Meinen Sie, dass Herr Friedrich von Moskau gesteuert ist oder weswegen sagen Sie? Das will ich natürlich nicht unterstellen und ich glaube, das ginge auch fehl. Aber es geht mir einfach um die Rolle der Medien, die ja wichtig sind, damit eine Demokratie funktionieren kann. Sie ist die Grundlage eigentlich für eine funktionierende Demokratie. Aber ich sehe da eben sozusagen eine Zangenbewegung, einen Versuch, die Medien zu entautorisieren, auch dadurch, dass man ihnen solche Vorwürfe macht, dass sie zum Beispiel über das, was nicht genehm ist oder was nicht gewollt ist, auch nicht berichtet. Berichten die Medien noch über das, was ist, oder trifft der Vorwurf zu? Aber sie sind nicht unfehlbar. Ich habe auch dort Fehleinschätzungen bei mir festgestellt. Ich als diese Flüchtlingsflut einsetzte, habe ich auch nicht bedacht, dass dort sehr viele junge Männer kommen, wenn die nun zusammengefasst werden in Sammellagern, dass dort sich Atmosphären und Haltungen entwickeln, die für unsere Idee von einer Demokratie nicht so besonders günstig sind. Da ist einiges falsch eingeschätzt worden, aber doch nicht in der Absicht, etwas zu unterdrücken. Wenn man das vorher kapiert hätte, wären die Journalisten auch darauf gegangen. Also man sollte da nicht völlig jetzt den Glauben an die Schlagkraft der Medien verlieren. Davor würde ich warnen. Aber andererseits müssen wir mit dieser Kritik auch umgehen. Wenn sie berichtigt ist, dann sollten wir uns auch da damit... Haben wir da Fehler gemacht auch? Also zum Beispiel dieses Schlagwort von der Lügenpresse, das ist ja ein böser Begriff ist, aber der fröhlich Konjunktur feiert. Ja klar, das wird von Leuten aufgegriffen, die selbst attackiert werden. Und wenn man attackiert, dann muss man davon ausgehen, ob das zu Recht oder Unrecht ist, dass diese Personen sich auch wehren. Auch da sind Fehler entstanden, dass man von Pack geredet hat und diese Leute deklassiert hat. Das geht einfach nicht. Wissen Sie, bei der Integration, das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, dass wir jetzt diejenigen integrieren, die hier in unsere Gesellschaft kommen. Wir müssen auch diejenigen integrieren, die hier sind, denn es entsteht eine neue Gesellschaft. Und diesen Menschen bei uns, muss man sagen, hier verändert sich etwas. Und dann muss man behutsam umgehen. Wir beide, wir haben ja ganz andere Erfahrungen als viele Menschen jetzt in Sachsen oder auch bei uns in Westdeutschland. Wir hatten einfach den Vorteil und haben den Vorteil, uns in der Welt umzusehen, unsere Erfahrungen zu machen. Diese Menschen haben einen anderen Lebensweg genommen, haben diese Erfahrung nicht gemacht. Das dauert eine Zeit. Jetzt tun wir alle so, als wenn wir schon von Anfang an so aufgeklärt gewesen wären. Wenn ich alleine an gleichgeschlechtliche Diskussion über Gleichgeschlechtlichkeit, die Diskussion von früher denke, da hatten wir den Paragraph 175 und da wurde über Homosexuelle hergezogen. Jetzt auf einmal ist bei uns das alles ganz selbstverständlich. Wenn Sie daran kratzen, ist für viele
viele immer noch nicht alles selbstverständlich. Ich glaube, da ist schon ein gewisser Nachholbedarf. Sie haben ja die DDR noch kennengelernt. Sie waren ja nicht nur in Moskau Korrespondent und in den USA. Sie waren ja auch mehrere Jahre für mich in ganz wichtig, Ost-Berlin als Korrespondent für die damalige DDR. Warum tun sich die Bürgerinnen und Bürger da, wenigstens in bestimmten Regionen, offensichtlich schwerer als im, in den westlichen Bundesländern mit diesem Thema Ausländer? Das weiß ich nicht, ob die sich viel schwerer tun. Aber ich muss darauf hinweisen, dass die nicht das Glück hatten, demokratische Verhältnisse nach 1945 serviert zu bekommen. In der DDR ging das autoritäre Regime, das ging einfach weiter bis hin zur Diktatur, zur SED-Diktatur. Verhaltensweisen bleiben dort haften. Das wird nicht so schnell abgelegt. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht. Bei uns war ja Nazi-Denken auch noch weit verbreitet, obwohl wir andere Verhältnisse haben. Das dauert seine Zeit. Solange liegt die deutsche Einheit auch nicht zurück. Aber ich würde auch nicht sagen, sie finden Fremdenfeindlichkeit eigentlich in jedem Land oder eine reservierte Haltung. Das ist ja dann so ein breites Spektrum. Die einen sind schon radikal fremdenfeindlich, die anderen sind außerordentlich zurückhaltend. Und wenn denn irgendetwas passiert, dann setzt dort auch Fremdenfeindlichkeit ein. Also Sie können das auch in Westdeutschland können Sie das finden. Ich würde sagen, 30% der Bevölkerung ist von Grund auf eigentlich reserviert gegenüber Fremden. Im Westen wie im Osten. Im Westen wie im Osten. Dass da nun besonders beschämende Ereignisse stattfinden, sollte uns nicht dazu führen, dass wir sagen, die sind es. Nun gibt es ja eine Partei, der gut belegt ja auch nachgesagt wird, dass sie da besondere Vorurteile auch im Gedankenfeld beherbergt und eben auch in der Öffentlichkeit schürt, dass die AfD mit einem weichen Übergang auch zu Pegida teilweise. Wie soll man in den Medien, auch gerade im Fernsehen, umgehen mit Vertretern der AfD? Da gibt es ja, ich merke, bei den etablierten Parteien eine große Unsicherheit. Setzt man sich mit denen an einen Tisch, setzt man sich nicht mit denen an einen Tisch? Aber auch in den Redaktionsstuben der Sender wird ja überlegt, kann man, soll man, muss man Menschen einladen, die führende Position in der AfD bekleiden. Ja, solange die sich ans Gesetz halten und ans Grundgesetz halten, gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Wir Journalisten müssen uns mit allen unterhalten. Auch mit denen, die uns nicht so in unser Weltbild passen. Also das wäre ja noch schlimmer. Wir können ja nicht einfach da so eine Auslese treffen. Dann würden wir mit Recht gescholten werden. Aber dass man sich mit denen auseinandersetzen muss, das ist doch ganz klar. Und denen auch die entsprechenden Möglichkeiten gibt, sich zu äußern. Aber dann muss man auch die entscheidenden Fragen dazu stellen. Also ein harter journalistischer Umgang damit. Was heißt harter? Anderen ja, Vertreter. Es kann also jetzt nicht sein, dass wir da eine andere Elle anlegen. Man sollte schon gut vorbereitet in diese Gespräche gehen. Denn diejenigen, die jetzt diese Partei vertreten, haben nun schon alle Fragen gestellt bekommen. Und die stellen sich auch darauf ein und geben dann die entsprechenden Antworten und können damit auch ein größeres Publikum erreichen. Also es kommt auf die Qualität der jeweiligen Journalistinnen und Journalisten an. Aber sie dürfen diese Begegnung nicht scheuen. Das wäre nicht gut für unsere Demokratie. Das war auch schon das Schlusswort. Bedanke mich herzlich für das Gespräch. Gern geschehen.